Hallo, liebe Freunde des gepflegten, ja, Draufhausspielspaßes und willkommen zur nächsten Folge von Diablo 3 mit Vanori. Hallo. Hallöchen. Und wir haben die Schwierigkeitsstufe erhöht. Oh ja, Wir sind jetzt geilo. Profi. Und wir quatschen hier mit Adria. Was werden wir tun, nachdem wir Belial und Asmodan im Seelenstein gefangen haben? Hast du Dann die werde ich angequatscht? ihn Ah, okay. zerschmettern. Und die Herrscher der Höllen werden nicht mehr sein. Okay, nice. Ich hatte jetzt auch beim letzten Mal irgendwie noch gesehen, dass ich hier irgendwie ein Schwert habe. Jetzt wird schon die Frage spannend, wie kann ich jetzt das Zeug wieder aus dem Sockel rauskriegen? Zu wem muss ich da jetzt gehen? Du musst dafür hier unten hin, hier runter, zu der Tuse hier und mit der reden und da kannst du es auch wegsockeln. Herstellen höchstwahrscheinlich. Edelsteine entfernen, genau. Ja, Und genau. dann, wo ist es denn jetzt? Ach hier. Das kostet, naja. Lächerliche 10.000. Edelsteine kombinieren. Wie ging das jetzt nochmal? Edelsteine kombinieren und dann einfach gucken, welche du kombinieren kannst davon. Ah, okay. Ja, so eine ganz, ganz simple Sache eigentlich. Eigentlich. So richtig check ich jetzt. Ah. Aha. Na, wenn sie meinen. Wow. So, wie sieht denn das aus bei dir? Bist du da jetzt Ja, ey, am warte, ich muss ja Hammer noch ein bisschen machen? durch. Also warte, gleich geht's, kann's weitergehen. Ach so. Jetzt bin ich glaube ich durch. Oder muss ich hier alles machen? Naja, egal. Ich werde bestimmt wieder böse Kommentare kriegen. Ja, müssen wir jetzt hier Marie anquatschen, oder? Wir müssen den Kaiser erreichen. Er hat gesagt, er könnte uns zu Belial führen. Bist du sicher, dass wir diesem Kind trauen können? Wir haben Nope. keine Wahl. Aber wisset dies. Wenn Belial in die Enge getrieben wird, wird er in Caldeum die Hölle auf Erden heraufbeschwören. Bevor wir ihm also gegenübertreten, müssen die Einwohner in Sicherheit gebracht werden. Die Eisenwölfe können dabei helfen. Je eher, desto besser. Je mehr Hölle, desto besser. Geil, ich habe hier einen Brustschutz, der hat drei Sockel. Krass, ist der denn besser als das, was du hast? Ja, nicht so ganz. Er hat 6% weniger Schaden, aber von den anderen Werten ist er ein bisschen besser. Neue Waren, seht sie euch an. So, hier runter? Ja. Belial hat seinen Angriff auf die Stadt begonnen. So, ja, Los gehen Moment, wir. ich bin auf dem Aschara ist Weg. bereits bei der Kanalisation. Da ist er. Schnell, wir werden euch schützen. Schnell, schnell, schnell. Müssen wir jetzt wieder einen stinkenden Abfluss? Ja, erstmal quatschen. Belial hat mit dem Morden begonnen. Als die Feuerbälle anfingen, vom Himmel zu fallen, haben wir angefangen, die Leute in Sicherheit zu bringen. Hier sind sie geschützt. Ich werde so viele einsammeln, wie ich finden kann. Die Eisenwölfe werden euch bis in den Tod unterstützen. Ich habe gesehen, wie sich Leute unter den Wagen verstecken. Bringt sie in die Kanalisation! Wir können unser Leben nicht für dieses törichte Heldentum ausspielen. Was müssen wir jetzt machen? Diese Wagen anklicken und die Flüchtlinge möglichst nicht durch diese Pfützen durchziehen, weil da nämlich dann die Meteoriten runterkommen. Ach, die müssen wir die dann irgendwo hinbringen oder was? Ich brauche mehr Zeit. Ja, zu der Kanalisation. Ah ja, okay, ich verstehe. Mehr Wut. Wie viel müssen wir denn retten? So viele wie geht, würde ich einfach mal sagen. Ich renne jetzt irgendwie dir oder mir hinterher? Bitte?
Ach, die rennen jetzt mir hinterher. Okay, ich verstehe. Ja, das ist doch in Ordnung. Ich brauche Wut. Und dann, wenn du genug gesammelt hast, dann läufst du wieder noch zurück. Nicht bereit. Ja, ich mach das mal. Ja, aber ich glaube, wir haben jetzt dann auch gleich alle. Warum bleibt ihr da stehen? Komm her. Schnell! Was geht hier vor sich? Kann ich ja auch nicht beantworten, warum die da stehen bleiben müssen. Zu den Toren! Jetzt! Wir haben keine Zeit. Oh, die lassen gut Geld da, ne? Los! Ja, so ein bisschen lassen die schon da liegen, muss ich ja sagen. Trotzdem komisches Quest gerade, war für mich irgendwie nicht so richtig. Jetzt, Lea! Benutze deine Macht, so wie ich es dir beigebracht habe. Und reiße diese Tore ab. Na los, Lea! Trete zurück! Mach auf die Türe! Strahl. Ich bin ganz unter Kontrolle! Ab geht's! Hat doch super funktioniert, das Schloss steht noch. Nicht genug Wut! Ich schätze mal, wir müssen jetzt denselben Weg zurücklaufen, wie wir das letzte Mal gekommen sind. Die Illusion dieses Zauberers versperrt uns den Weg. Tötet ihn! Welcher Zauberer denn? Ich sehe keinen. Das geht der noch hier. Nicht. Ach da. Mehr Wut! Da ist er down. Und er hat sogar noch was liegen lassen. Oh ja, das ist doch nicht bereit. Nein. Nicht genug Wut. Boah, jetzt sterbt doch mal hier, ihr Keks. Löschen. Ich brauche Wut. Ich komme. Schätze sie mal. Sehr schön. Nice. Das ist jetzt wirklich ein Schwierigkeitsgrad höher? Das ist ein Schwierigkeitsgrad höher, genau. Ich würde aber noch nicht zu früh sprechen, weil naja. Wenn dann nachher was Gelbes kommt oder so. Droppen die auch dann mehr? Die droppen besser. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Du musst. Hier sowas zum Beispiel. Das ist jetzt nicht besser als das, was ich habe, aber. Es liegt jetzt an euch. Beeilt euch. Ich muss hier bleiben und mich um Lea kümmern. Machst mal eben Platz im Inventar, bevor es den Loot gibt. Ich guck gerade durch, was ich hier hab, aber das, Zweihand. Okay, Palast, ab geht's. Jawoll. Schön. Den Göttern sei Dank, ihr seid gerade noch rechtzeitig gekommen. Zeigt mir den Seelenstein. Die Zeit für eure Lügen ist vorbei, Belial. Wie schlau von euch. Aber wisse dies, Nephalem. Asmodan weiß von dem Stein und allem, was er beinhaltet. Selbst wenn er mich besiegt, wird er euch und jeden einzelnen eurer kläglichen Art auslöschen. Da ist er. Der Arsch. Hauen wir mal drauf, ja. Mach weg das Ding. Die machen sich jetzt wenigstens nicht unsichtbar. Das ist ja schon mal gut. Wie kommen wir an den Typen da oben ran? Wenn er Lust hat, kommt er runter. Oder irgendwie okay. Sowas. Also schätze ich mal. Also ich kann den auch nicht anklicken oder so, von daher. Ich werde nicht fallen. Diese Welt ist mein. Bock, 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 bock. Komm mal runter! Hoppa. Nicht genug Wut. Ach komm, das ist nicht euer Ernst, oder? Diese lächerlichen Illusionen von mir. Hat er gerade 4/5 seiner. Des Herrschers der Hölle. Ich glaube, wir müssen noch eine Stufe hoch. Das ist ja. Nee, warte mal, jetzt geht das richtig los. Wie kann man denn auf den einhauen? Ach ja. Aua. Oh, jetzt hält er schon mal ein bisschen mehr aus. Ja, ich hau jetzt einfach hier mal auf ihn ein.
Aber wirklich Schaden macht er jetzt auch nicht. Nee. Es dauert nur einfach länger, dass er jetzt irgendwie down geht. Oh, oh, oh. Ja, oh. Ja, er haut jetzt hier noch ein paar Meteoriten raus. Die haben aber doch schon gut Schaden gemacht. Ja, aber er ist gleich weg. Nicht genug Wut. Da ist er down. Ja, da ist er down. Down ist er. Oh, es ist hell. Oh, guck mal hier. Oh, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Nein. Was jetzt? Schnell, Lea. Wir haben nicht schnell genug aufgehoben. Ach komm. Es ist ironisch, dass ein so verderbter Mann wie Soltun Kull eine so große Rolle bei unserer Rettung spielt. Einst war Kull ein rastloser Feind der Hölle. Lasst uns aus seinem Leben lernen. Je länger wir gegen das Böse kämpfen, desto leichter fällt es ihm, unsere Herzen zu verderben. Alles klar. Gib mal den Loot. Da ist er, der Loot. Was ist das für ein Monsterschwert gewesen, was da lag? Okay, guck mal nach, ja. Schnulli. Müssen wir erstmal. Also ich habe ein legendäres Schwert gekriegt, aber. Ja, ich auch. Und nee, das ist nichts für mich, aber das ist Einhand. Vielleicht ist das was für dich. Zeig mal her, ich habe jetzt. Das kann ich nicht tragen. Was? Das benötigt Stufe 45. Das ist nur noch eine Stufe. Ja. Ich habe aber auch. Ich habe auch eins gefunden. Das kann ich schon tragen. Das hat sogar einen Sockel. Und das ist auch schon besser. Aber deins ist dann nochmal ein Ticken besser. Das muss ich dann quasi zur Überbrückung. Ansonsten habe ich hier noch Schnulli, Mönch, Schnulli. Zwei Sock. Na wohl. Oh, ich guck mal, was du hier noch hast. Scheiße. Oh, das könnte ich. Oh! Da müsste ich ja dann wieder. Ach. Da müsste er wieder. Ja, entsockeln. Ja, das ist natürlich ein bisschen blöd. Aber, naja, was soll's. Berechnet der bei den. Also, du hast ja diese Vergleichswerte, ne? Mit mehr Schaden, mehr Zähigkeit, mehr Erholung. Ja. Berechnet der da das Gesockelte schon mit ein? Boah, das kann ich dir gar nicht sagen. Obwohl, das ist ja auch Quatsch, weil ich kriege jetzt hier bloß 15% mehr Erfahrung durch den Kopfschutz mit dem Sockel drin. Also mit dem, was ist da drin? Dieses rote Teil? Der Sockel wird, glaube ich, nicht mit eingerechnet. Aus dem ganz einfachen Grund, weil sonst nämlich die Werte von den Sachen verfälscht werden. Das heißt, du hast etwas gesockelt und du findest einen Gegenstand, der eigentlich besser ist als das. Ja, schon klar. Leeren Sockel, dann natürlich scheiße. Huch, was ist das denn hier jetzt? Achso, das haben wir vorhin rausgeschmissen. Ich wollte schon sagen. Müssen wir jetzt komplett zurück, ja? Wir können auch einfach. Oh ja, das ist nett. Ein bisschen Gold. Wir können auch einfach den hier machen. Ja. Ich muss zurück. Teleportation. Ich muss. Das beste Portation. Na dann hier, Tyrael. Quatsch, Mann. Heute ist ein guter Tag. Ihr habt dieses Land befreit. Und einen Herrscher der Hölle in die Knie gezwungen. Genießt diesen Moment, denn morgen geht der Kampf weiter. Keine Zeit, sich auszuruhen. Asmodan plant schon jetzt unsere Vernichtung. Der Herr der Sünde ist ein hinterlistiger Taktiker. Er wird uns dort angreifen, wo er glaubt, dass wir es am wenigsten erwarten. Und da, wo eine Niederlage unseren Willen brechen würde. Du lernst schnell, Lea. Du musst jetzt in die große Bibliothek von Caldeum gehen und die Arbeit deines Onkels fortsetzen. Sprecht mit dem Karawanenmeister. Achso, das war jetzt quasi Akt 2. Das war Akt 2, genau. Ah, warte mal, da muss ich ja mal vorher entsockeln. Okay. Gleich geht's weiter. Jeden Moment. Da kann ich nämlich das tauschen und kann dann den Rubin. Oh, 20% mehr Schaden. Das ist natürlich geil. Kann ich jetzt. Warte mal. Wo liegt denn jetzt hier was auf dem Boden? Was
du da was hingelegt? Achso, das ist der Scheiß. Kann ich jetzt... Rubin. Nee, ich kann keinen quadratischen herstellen. Ja, das geht nicht, okay. Aber wenn ich jetzt davon... Ich habe mir mal eben 200 Stärke in die Ringe reingepackt. Schön. Dann muss ich jetzt einfach nur in diesen Sockel diesen Rubin reinklatschen. So. Ja, dann, wo ist denn der Karawanentyp? Ach, da. Da oben ist es. Meister. Das gibt jetzt, Videosequenzen. Ich kann jederzeit aufbrechen. Lasst es mich wissen. So. Und tschüss. Tschüss. Das alles einfach nicht verstehen. Was entgeht mir, Onkel? Was ist es, das ich sehen sollte? Caldeum ist von Belial und seinem Blendwerk befreit. Es verbleibt nur noch Asmodan. Er schickt seine Armee aus, um uns aus dem Herzen des Ariad-Kraters anzugreifen. Die Bastion ist alles, was noch zwischen uns und dem sicheren Untergang steht. Ich werde nicht zulassen, dass sie fällt.
du diese riesigen, gepiersten Nippel von dem Typen gesehen? Das ist doch nicht wahr, ey. Das ist doch nicht wahr. Aber den Ariad, den kennen wir noch. Ja, aus Teil 2. Aus Teil 2. Beziehungsweise aus dem Add-on auch von Teil 2. Ja, aus dem Add-on. Aus dem Add-on. Lord of Destruction. Mit Bob-Bob-Bob-Bal. Dem alten Fettwanst. Ah, nichts ist ganz dünn. Ich weiß gar nicht, ich kann mich gar nicht mehr so richtig daran erinnern. Aber nichtsdestotrotz ist die Folge jetzt auch mit dieser schönen langen Videosequenz zu Ende. Und ich glaube, Tyrael quatsch mal einfach beim nächsten Mal an. Ja, ja, das wird, denke ich mal, reichen, ne? Also, genau. Ne? Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal hier ein Däumchen nach oben da, der hier fleißig rumläuft. Ich krieg dich noch. Und ansonsten sehen und hören wir uns beim nächsten Mal bei Diablo 3. Ciao. Ciao. Ciao.